Bus und Bahn fahren kann jeder? Vielleicht. Aber besser ist es, schon von klein an genau zu wissen, was man beachten sollte. Dafür gibt es die Verkehrsschule. Wir haben uns mal angeschaut, was genau man dort so alles lernen kann. Unter der Anleitung von Rolf Fiedler und Bianca Kubelke wurden 8 Jungen und Mädchen über das Gelände geführt. Dabei erhielten sie nicht nur einen Blick hinter die Kulissen des Jenaer Nahverkehrs, sondern lernten auch noch etwas dazu. Zur Verkehrsschule wird den Kindern beigebracht, wie sie sich in Straßenbahn und Bus verhalten sollen. Weil man sieht das, sie kommen aus dem Kindergarten, das Schulalter beginnt, sie kommen in die Schule, also mit Schulranzen. Und da gibt es Tarifbestimmungen, da gibt es auch Sicherheitshinweise in Form von Piktogramm. Und wir vermitteln den Kindern das eben in dieser Verkehrsschule vom Kindergarten, bevor sie in die Schule eintreten. Die Kinder zeigten sich sehr wissbegierig und stellten fleißig Fragen, zum Beispiel nach den Piktogrammen oder warum man in Bus und Bahn nicht essen und trinken darf. Auch das richtige Verhalten beim Ein- und Aussteigen, das Aufstehen für Ältere, Schwangere oder Menschen mit Einschränkungen und das Lösen eines Fahrscheins waren Thema. Und natürlich durften die wichtigsten Regeln nicht fehlen. Cool bleiben, Abstand halten und immer gut festhalten. Die Verkehrsschule des Nahverkehrs schließt an die Verkehrserziehung in den Kitas an. Der Höhepunkt des Tages war eine Rundfahrt über das Gelände. Für die Kinder setzte sich an diesem Tag sogar der Chef selbst ans Steuer des Busses. Andreas Möller hat auch schon Erfahrung mit dem Lenken eines solchen Gefährts. Das habe ich tatsächlich schon gemacht, bin auch schon richtig im Linienverkehr unterwegs gewesen. Ist natürlich was ganz Besonderes, die kleinen Kinder zu befördern. Sie sind, wenn sie hier in Begleitung sind, sehr aufmerksam, hören sehr gut zu und lernen auch sehr viel. Allerdings, wenn sie dann im täglichen Schulverkehr unterwegs sind, kommen ja viel, viel mehr Einflüsse auf sie zu. Und da ist es sicherlich noch mal ein Stückchen aufregender, dann so viele Kinder zu befördern. Bei der Rundfahrt erfuhren die Kinder, wie sie sicher stehen und sitzen, falls der Bus einmal plötzlich bremsen muss. Zum Schluss wurde ihnen noch gezeigt, warum der richtige Abstand zur Haltestelle wichtig ist und warum man sich nicht direkt an die Bordsteinkante stellen darf. Die Kinder hatten sichtlich Spaß und haben dabei auch noch viel gelernt. Und auch den Mitarbeitern machte es viel Freude, den jüngsten Fahrgästen des Jenaer Nahverkehrs zu zeigen, wie sie sicher Bus und Bahn fahren können.